Ja, ja, sie ist... Wieso? Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Atemversorgung wiederhergestellt ist. Es war mir so klar. Leslie. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu The Evil Within, der Sidemen, das DLC mit der Kitman. Ja, wir haben im letzten Part unsere DNA wieder hineingefügt, also unsere Augen, unsere Gehirnzellen, unsere Fingerabdrücke, alles mögliche, damit wir wieder durch Türen gehen können. Und wir haben Befehlsverweigerung gehabt, deswegen wurden wir entlassen. Gute Frage, was wir eigentlich gemacht haben. Keiner weiß es. Egal. Wir gehen jetzt weiter und schauen, was hier passiert. Und das gefällt mir einfach hier schon gar nicht. Ist mir einfach zu ruhig. Hier darunter liegt doch irgendwas, wenn man das schon so aufbaut. Wieso tut man das? Vor allem sind schöne Geräusche passiert. Deswegen muss ja eigentlich jetzt gleich was kommen. Oder die haben die Geräusche einfach nur eingebaut, damit man sich einfach so erschrickt, weil man lustig ist. Ich trau der Sache hier nicht. Ich trau der Sache immer noch nicht. Das war doch Dings. Die anderen zwei. Josef und Ding. Kollege. Echt? Sind wir da mit dem Aufzug mal hoch? Das ist jetzt eine gute Frage. Das wüsste ich gerade nicht. Wenn wir die wahrscheinlich jetzt auch gleich treffen, oder? Denke mal. Muss ja. Wir gehen aber runter, die sind hoch. Nein. Kann ich da nicht einfach einen Aufzug nehmen? Der erschreckt mich doch wieder. Warum? Was? Was? Was war das? Ich habe gefühlt, der ist in 1000 Teile zermatscht. Geht da lang? Hab so das Gefühl, dem geht's nicht mal gut. Ja, der hat nur oh Gott geschrien. Na egal, wir hören uns mal was an. Eintrag 229. STEM-Patienten verhalten sich unberechenbarer. Ihre Pathologien scheinen durch die Erfahrung verstärkt worden zu sein. Schlimmer noch, die Patienten scheinen die psychischen Traumata der anderen zu durchleben. Es ist, als würden die größten Ängste der Nutzer im Enzephalon des Systems zurückbleiben. Sogar wenn die Sitzung schon vorbei ist. Am bedenklichsten sind ihre neuesten Aussagen. Jeder Patient behauptet, eine vermummte Person gesehen zu haben, die sich langsam nähert. Könnte er das sein? Lebt sein Bewusstsein als Geist im System? Meine Neugier ist kaum auszuhalten. Ich will es wissen. Ich will sehen, was Sie sehen. Aber es ist zu riskant. Im Moment. Reden die da über Uruvik? Nein. Bitte nicht. Ich will da nicht lang. Wieso können nicht wie normale Menschen wie Josef und unser Inspektor nicht normale Wege gehen? Ich traue den Toten hier nicht. Nicht mehr. Mann, hey. So gruselig. Mach das doch. Da muss ich jetzt auch rein. Geil. Ich freue mich. Dann gehen wir halt rein. Wenn es sein muss. Oh, hier ist ruhig. Schön. Ganz viele PCs, die einfach an sind. Warum gibt es so viele PCs? Warum kann man sich in den PCs verstecken? Warum? Diese blöde Frage. Ich traue der einfach hier nicht. Sicher, wenn ich da vorne meine Hand dran halt, kommt sie wieder. Die Böse, die alles zerschlingt mit ihren Hackelstackelschuhen.
Ich weiß es nicht. Ich schleiche einfach viel zu viel. Sorry, Leute, aber lieber so, als böse gekillt zu werden. Ich versteck mich. Ich trau es nicht. Ja, ja, sie ist. Wieso? Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Atemversorgung wiederhergestellt ist. Es war mir so klar. Leslie. Leslie. Wusste ich doch. Boah, so lange. Boah. Alter, wie schnell ist sie? Fuck. Wenn die einmal hat, ist vorbei, hä? Wow. Ich sehe sie nicht. Da. Kannst du die rein da reinlocken? Guck mal hier. Kann man die da reinlocken? Ist das was? Gar nicht. Was? Ich bin gar nichts. Krasser Scheiß. Ich hab gedacht, die geht wenigstens dann kaputt. Wo sind die? Da. Gott sei Dank ist sie nicht schnell. Energieversorgung wiederhergestellt. Aufzug wieder in Betrieb. Dann hau ab. Hau ab. Rein! Schnell! Hilfe! Hast du selbst K.O. gemacht? Helfen Sie mit, unsere Einrichtung sauber zu halten. Ihre Unterstützung sichert eine angenehme Arbeit. Schnauze! Drecksviech! Das war so klar. Wieso war das mir irgendwie ein bisschen klar? Wäre aber langweilig gewesen, hä? Wie, es kommt nochmal. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ja, war ich doch schon. Das sieht alles nur immer gleich aus. Meine Fresse. War da ein Checkpoint? Weiß es nicht. Will es nicht nochmal machen. Ich hab gedacht, naja, komm, wir jagen sie über das Elektrofeld. Da wird sie sicher drauf gehen. Nein, sie rennt da durch. Die interessiert kein Elektrozeug. Hier ist nix. Da ist grün. Und da drüben? Auch, oder? Nee, da ist nicht grün. Ist hier irgendwas? Nein. Ich gehe mal da, wo es nicht grün ist. Nee, okay. Hätte klappen können. Ob ich jetzt gleich auf die anderen zwei treffe? Okay. Ich mache wieder langsam. Weil sicher hier sich irgendwas bewegt. Da geht's nicht lang. Hallo. Oh, was schlagt da wieder? Na? Du solltest lieber runterkommen. Josef. Warte, ich komme. Hä, waren wir hier echt mit Josef? Das ist eine gute Frage. Mit Josef und Dings. Kann es gut sein? Waren wir in dem Gebäude? Müsste jetzt echt lügen. Ich hab echt keine Ahnung. Oh, Wasser. Na toll. Wieso? Einfach weil es kann. Ich hab gedacht, das sind die anderen zwei. Oder?
Die anderen zwei sind da vorne. Okay. Sehen die mich? Muss ich zu denen hin? Ja, die anderen zwei sind da. Hä? Okay, das muss echt wirken. Detectives, ich bin hier, ich bin okay. Sebastian! Joseph! Mobius, du sollst also den Jungen holen. Und du traust ihnen? Belüg dich doch nicht. Du bist ebenso entbehrlich wie deine Partner. Und wie ich. Nach allem, was ich für sie getan habe. Mal sehen, wie loyal du bist, wenn du die Wahrheit kennst. Bist du okay? Wollen Sie lieber im Unklaren bleiben, weil das, was Sie erfahren könnten, Sie verstören wird. Kapitel 1. Überlebt. Okay, so ist er also quasi da in den komischen Wasser, in das Wassergefängnis gekommen. Krasser Scheiß, muss ich echt sagen. Gubik hat also quasi gewusst, was Kit mit vorhatte. Und hat sie quasi so stoppen wollen, aber hat doch nicht geklappt. Okay. Cool. Aber egal, ich würde sagen, das war's mit dem Part für heute. Ich muss leider eine kleine Aufnahmepause machen und demnächst weiterspielen, sonst kriege ich den Part für den nächsten Tag nicht hin. Und ihr habt erst in 2 Tagen zu sehen. Deswegen will ich jetzt aufhören. Ich muss nämlich das Zeug noch rendern und dann für euch hochladen und dann auch demnächst für die Gamescom noch ein paar Parts machen. Also von daher werde ich jetzt hier den Part beenden. Wird ein bisschen kürzer, ist leider ein bisschen kürzer, aber macht ja auch nichts. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.